Und jetzt mache ich noch die 5 an. Jetzt haben wir die 330, die wir brauchen. Für diese Truhe hier gleich am Eingangsbereich. Das heißt, wir gehen hier durch. Können schon mal die Truhe checken. Eine rote 330 und eine schwarze 13. Die Truhe wird durch einen Riegel geschlossen gehalten. Oh, hi. Du möchtest mit uns ku auf Kuschelkurs gehen? Ich verzichte da lieber drauf. Und geh mal lieber hier rein. So. Also wie gesagt, hier brauchen wir danach eine schwarze 13. So, was dürfen wir nicht? 5, 24, 12. Erste Kiste ist eine 26. Zweite Kiste ist eine 8. Dritte Kiste ist eine 21. Nochmal zur Verinnerlichung. Es waren 5, 24, 12. Also fangen wir erstmal mit der 8 an. Das ist einfach. Wir sind übrigens auf der anderen Seite von dem Blitzraum, sehe ich gerade. So, die Kiste kann geöffnet werden. Wolfspanzer sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und eine Wassermünze. Okay. So, als nächstes haben wir hier die 21. Und zwar ohne eine 24 und eine 12 zusammenzukriegen. Machen wir erstmal die 8 wieder aus. Gucken wir mal, was haben wir hier nochmal alles? Eine 2. Eine 4. Eine 32. Eine 1. Und eine 16. Nochmal. Okay, wir müssen auf die. Wir dürfen also die 1 und die 4 nicht gleichzeitig aktivieren. Müssen hierfür eine 26 zusammenkriegen. Also 16 und 10 am besten. Zur Sicherheit noch mal gucken. Fünf, 24, 12. So, so kriegen wir 10 zusammen und so kriegen wir 26 zusammen. So, kann geöffnet werden. Noch eine Wassermünze. Bogen. So, und das war jetzt hier noch die 21. Okay. Wenn ich die 8 ausmache. Ich habe jetzt 26 drin. Wenn ich die 8 ausmache, krieg ich 18 raus. Das ist okay. Die 2 kann ich ausmachen. Dann
krieg ich noch die 16. So, jetzt mache ich die 1 an, krieg dadurch 17. Das heißt, solange ich keine 5 mache, kann nichts geöffnet werden. Und die 4 so, macht 21 draus. So, die Truhe kann geöffnet werden. Mentalist, Hirins Stiefel. Und eine Wassermünze. Ah. Naja, ich muss leider sagen, ich habe im Augenblick nichts Besseres. Gut, hier in Stiefel wären Ticken besser. Nö, bleiben wir erstmal bei dem Set. So, jetzt muss ich noch eine 13 rauskriegen. Ich darf nicht das Ding ausmachen. Ich muss erst die 4 ausmachen. So. Jetzt kann ich das ausmachen. Jetzt muss ich eine 13 rauskriegen, also noch eine 12 zusammenkriegen. Da ist die 8. Und ja, ich hätte einfach nur die beiden switchen müssen. Die 4, so. Das macht 12, 13. Und der Ausgang ist auf der Seite. Ja, ich werde das Portal erstmal noch nicht betreten. So. Jetzt will ich das Portal betreten. Jetzt warte ich, bis der mich ein bisschen in der Gegend rumscheucht. So, die Kiste ist entriegelt und kann geöffnet werden. Da haben wir schon mal die Robe. Gut. Drei Schlitze. Feuer, Luft, Erde. Feuermünze einwerfen. Luftmünze einwerfen. Und die Erdmünze einwerfen. So, drei was? Dreimal Wasser. Wasser, Wasser und Wasser. Die kann ich sogar gleich öffnen. Hier ist das Schild drin. Hier ist der Helm drin. So, drei Schlitze. Feuer, Wasser, Erde. Feuer. Wasser. Und Erde. Na komm mal her, du. Sie sind keine Gefahr, sie sind einfach nur Nervensägen.
So, jetzt resette ich dich mal kurz, hoffentlich. So. Das reicht, wenn ich den da oben dann gleich an den Hacken habe. So, Feuer, Wasser und Erde. Ich bin jetzt mal ganz kurz crazy. Ich will nämlich mal herausfinden, was passiert, wenn ich zweimal dasselbe reinwerfe. Feuermünze? Ja, Münze fällt in den Schlitz. Noch eine Feuermünze. Nichts geschieht. Okay. Man kann also kaputt machen. Das Spiel ist nicht so nett. Feuermünze. Wassermünze. Und eine Erdmünze. Oh, ein Krieger. Und eine Schädelmünze. Ah. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den irgendwie da hinten in dem Gang verarschen können. Hey, nicht weglaufen. Machen wir es eben so. Gut. Ja, drei Feuer. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Oh, Erzmagierpuppe. Und dann gucken wir, dass wir das noch aufkriegen. Erdmünze. 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 Ja, flüsternde Maske, okay. Tag, Kumpel. Du bist zum Glück kein Instant-Tod-Gegner. Was wünscht die Rune? Verstanden. So, das wäre damit auch erledigt. Sortieren wir mal ein bisschen. Oh ja, der Stein, dem Steingesicht noch seine Zunge wiedergeben. So, das Zepter der Binde loswerden. Wobei, da kann die Klaue hin. So, mach es so. Thank you.
Also nach dem Steingesicht seine Zunge zurückgeben. Dann kümmern wir uns um Xalabar. Und dann heißt das, bevor wir irgendwas anderes machen...